Ich bin ein geduldiger Mensch, Sergei. Aber dieser Dame hätte ich am liebsten ins Gesicht geschlagen. Ein urmenschliches Bedürfnis. Warum sollten gerade wir auf alles Schöne verzichten? Im Gegenteil. Ich meine, dass die Poesie gewinnt, wenn der Schriftsteller die Verlogenheiten der Gesellschaft, in der er lebt, anklagt und Ungerechtigkeiten entlarvt. Nein. Er muss die Tatsachen rücksichtslos beim Namen nennen. Nein, es ist falsch. Er muss Partei ergreifen. Es ist falsch, die Tatsachen beim Namen zu nennen. Falsch. Lächerlich, grausam und lebensgefährlich. Man muss das Leben verschönern. Ich wehre mich gegen diese sinnlosen Entlarvungen. Na? Und Sie? Sie sehen aus, als wären Sie nie ein Freund von Arbeit gewesen, stimmt's? Arbeit? Soviel ich weiß, verstehen Sie unter dem Wort Arbeit die Ausbeutung und Auspressung Ihrer Mitmenschen. In diesem Sinn leiste ich allerdings keine Arbeit. Ah. Mein Lieber, warten Sie ab. Werden Sie erst mal älter. Ach Gott, alle Welt leidet jetzt an diesen Stimmungen. Das ist modern. Ekelhaft ist es. Vielleicht könntest du ein wenig für sie die Federn spreizen. Pjotr Iwanitsch, was ist mit den Verschütteten? Weiß ich nicht. Sind sie tot? Ich weiß es nicht. Ich fahre morgen hin. Verdammte Sauerei! Still! Jüngerchen, still! Mein Gott. Was sind wir für gleichgültige Menschen? Wie abgestumpft und gleichgültig. Ich glaube, wir sind nur kompliziert, Varvara Michailowna. Unsere Psyche ist vielschichtig. Das hat die Intelligenz unseres Landes schon immer ausgezeichnet. Die Intelligenz, das sind nicht wir. Wir sind etwas anderes. Wir sind Sommergäste in unserem Land. Wir gehören nirgendwo hin. Wir tun nichts, wir reden nur schrecklich viel. Du selbst bist der beste Beweis für die Richtigkeit deiner Worte. Wir reden von der Tragik des Lebens und kennen das Leben gar nicht. Wir jammern, klagen, stöhnen. Genauso wie wir unsere Abfälle hinaus auf die Straße werfen und damit die Luft verpesten. Genauso werfen wir den Schmutz unserer Seele anderen Leuten vor die Füße. Bravo, gestatten Sie mir das. Ja, ich bin sicher, Hunderte, Tausende von gesunden Menschen werden krank. Ja. Weil wir sie vergiften mit unseren Klagen und Seufzern.